Jetzt geht es hier um die soziale Sicherheit in der Corona-Krise. Ein Antrag der Bündnisgrünen, die fordern eine Garantiesicherung statt Hartz IV. Diese Diskussion in anderer Form gibt es ja auch zwischen den Koalitionspartnern CDU, CSU und SPD. Hubertus Heil fordert ja ein soziales Bürgergeld. Doch zunächst jetzt hier der erste Redner Sven Lehmann für die Bündnisgrünen. Hartz IV basiert auf der Annahme, Erwerbslosigkeit und Armut seien persönliches Versagen. Das war schon vor der Corona-Krise falsch. Und durch die Corona-Krise ist für sehr viele Menschen noch deutlicher geworden, wie wenig das mit der Lebensrealität zu tun hat. Denn Corona erzeugt Notlagen, in die niemand selbstverschuldet geraten ist. Und genau deswegen müssen wir daraus jetzt die richtigen Lehren ziehen und Hartz IV endlich überwinden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tausenden Solo-Selbstständigen und Kulturschaffenden etwa ist von heute auf morgen die Existenzgrundlage entfallen. Statt eines einfachen, unbürokratischen UnternehmerInnenlohns werden sie an die Jobcenter verwiesen. Doch warum hat bis heute nur ein Bruchteil der Solo-Selbstständigen eigentlich Hartz IV beantragt? Mich haben zahlreiche Berichte erreicht, die viel darüber sagen, warum Hartz IV viele Menschen so sehr abschreckt. Der Bericht einer alleinerziehenden Künstlerin hat mich besonders erschüttert. Sie lebt zusammen mit ihrer Tochter, die studiert und BAföG erhält. Das BAföG der Tochter wurde mit dem Grundsicherungsanspruch der Mutter verrechnet, weil sie eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft bilden. Auf den Einwand der Mutter, die Tochter brauche das Geld aber doch für ihre Ausbildung, wurde ihr erwidert, dass die Tochter in dieser Notlage ja das Studium aufgeben oder unterbrechen könnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch nicht richtig. Das müssen wir doch ändern. Mit der Garantiesicherung legen wir Grüne heute ein ambitioniertes und umfassendes Konzept vor, wie wir Hartz IV überwinden und die soziale Mindestsicherung umfassend reformieren können. Die Garantiesicherung garantiert Teilhabe. Ich finde es nach wie vor völlig unfassbar, dass die Große Koalition bei all den milliardenschweren Hilfspaketen keinen einzigen Cent mehr für Erwachsene in der Grundsicherung übrig hat. Auch das wollen und müssen wir ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Garantiesicherung ist sanktionsfrei, denn die Würde des Menschen erlaubt keine Kürzungen unter das Existenzminimum. Sanktionsfreiheit bedeutet Rechtsklarheit, bedeutet mehr Zeit für individuelle Förderung, bedeutet weniger Klagen vor den Sozialgerichten und bedeutet ein besseres Klima in den Jobcentern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der Garantiesicherung überwinden wir auch die Bedarfsgemeinschaften. Es ist einfach ungerecht, wenn heute etwa die systemrelevante Altenpflegerin mit ihrem kleinen Gehalt noch für ihren solo-selbstständigen Partner aufkommen muss, der in der Krise nicht arbeiten darf. Jeder Mensch muss aus sich heraus einen eigenen Anspruch auf Sozialleistungen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der Garantiesicherung verzichten wir auch auf die aufwendige Vermögensprüfung. Wir vereinfachen und wir digitalisieren die Antragsverfahren. Und so bauen wir auch Bürokratie in den Jobcentern ab. Und die Garantiesicherung ist eingebettet in Maßnahmen zur Stärkung unterer Einkommen. Wir wollen den Mindestlohn deutlich anheben, das Tarifsystem stärken und prekäre Beschäftigung eindämmen, damit deutlich mehr Menschen als heute von ihrer eigenen Arbeit leben können. Und das ist eine Frage der Gerechtigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ganz zentral, mit der Garantiesicherung sind Kinder nicht mehr in Hartz IV, denn da gehören sie einfach nicht rein. Kinder sind keine kleinen Erwerbslosen. Kinder müssen durch eine Kindergrundsicherung eigenständig abgesichert werden. Kurzum, die Garantiesicherung schafft soziale Sicherheit in unsicheren Zeiten. Sie begegnet Menschen auf Augenhöhe und mit Vertrauen und vor allem mit Zutrauen. Und ich freue mich sehr, wirklich sehr aufrichtig, dass der Druck aus Opposition, aus Gewerkschaften, aus Sozialverbänden nun auch dazu geführt hat, dass Minister Heil eine Reform von Hartz IV angekündigt hat. Auch wenn das eher Trippelschritte sind, aber immerhin gibt es sie. Wenn man sich aber jetzt anschaut, dass Union und FDP vor allem sofort Widerstand angekündigt haben und mal wieder in den Medien mit der Keule Grundeinkommen hantiert wird, dann zeigt das nur eins. Sie haben in dieser Krise keine sachlichen Argumente mehr, die für Hartz IV sprechen. Sie haben ideologische Schützengräben. Aber aus Schützengräben heraus lässt sich keine gute Politik für die Menschen machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Menschen erwarten zu Recht, dass gerade jetzt der Sozialstaat ein sicheres Netz bietet und sie in Krisensituationen auffängt und unterstützt und ermutigt. Und mit der Garantiesicherung zeigen wir Grüne, wie das gehen kann. Ich freue mich auf die Beratung und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lehmann.
Als nächsten Redner die Bündnisgrünen fordern also eine Garantiesicherung statt Hartz IV. Das ist eine der 5 Sofortmaßnahmen gegen Corona, die die Grünen bei ihrer Klausur Anfang der Woche beschlossen haben. Kai Whittaker, der Obmann im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung der CDU-CSU. Ich möchte mit Aspekten des Grünen-Antrags anfangen, aber nachdem der Kollege Lehmann eine solche Wahlkampfrede hier schon gehalten hat, muss ich sagen, das ist ein bisschen früh für dieses Jahr, Herr Kollege. Das fängt schon damit an, dass Sie hier mit Wahlkampfsprüchen, mit Wahlkampfbegriffen auf sich, um sich schmeißen, zum Beispiel mit dem Wort Garantiesicherung. Allein damit fängt es schon an. Sie suggerieren damit, als sei die bisherige SGB-II-Leistung so eine Art Lotterie, die mal sichert, mal nicht sichert, als ob wir einen unsicheren Sozialstaat in diesem Land haben. Das weise ich mit aller Schärfe zurück. Das SGB-II ist das Netz, was alle Menschen in diesem Land in der Krise auffängt. Und Sie bemängeln in Ihrem Antrag, finde ich zu Unrecht, auch eine sogenannte Zwei-Klassen-Systematik in Hartz IV, die wir eingeführt haben aufgrund der Corona-Krise, damit Selbstständige, wenn sie mit ihrem Betriebsvermögen hineingehen, weil sie zurzeit nicht arbeiten können, es nicht verkaufen müssen und hinterher keinen Betrieb mehr haben, mit dem sie nicht mehr wirtschaftlich tätig sein können. Jetzt uns hinterher festzustellen, dass das eine Zwei-Klassen-Systematik ist, ist infam, Herr Kollege. Und ich sage auch ganz offen, ich war erschüttert, als ich in Ihrem Antrag gelesen habe, dass Sie sagen, wenn der Partner jetzt erst aufkommen muss, bevor man in Hartz IV gehen kann, dann ist man quasi ein Anhängsel seines Ehemanns oder seiner Ehefrau. Sie reden hier immer von gemeinschaftlicher Verantwortung und von Solidarität in unserer Gesellschaft. Aber mit solchen Worten zerstören Sie die wichtigste gesellschaftliche Solidargemeinschaft in unserem Land, nämlich die Familie. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Sie reden in Ihrem Antrag von Stigmatisierung über SGB-II und ich stelle fest, wir stigmatisieren niemanden, egal ob er Multimillionär oder SGB-II-Empfänger ist. Die Einzigen, die das tun, sind Sie. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Heide, Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich gerne. Anja Heiduck von den Bündnis Grünen. Sehr geehrter Herr Kollege Whittaker, ich möchte Sie fragen, ob Sie zur Kenntnis nehmen wollen, dass in dem Antrag Garantiesicherung zu dem Thema Bedarfsgemeinschaften wir insbesondere ausformuliert haben, dass wir die Bedarfsgemeinschaften bei unverheirateten Paaren gerade als Problem sehen. Die profitieren nämlich nicht von zum Beispiel steuerlichen Vorteilen wie durchs Ehegattensplitting. Und da ist das Beispiel von meinem Kollegen Sven Lehmann sehr lebensnah gewesen. Eine unverheiratete Krankenschwester in Partnerschaft mit einem Künstler. Und dass dann das Gehalt dieser Frau noch verrechnet wird mit dem eigenen Hartz-IV-Anspruch des nicht mehr arbeitenden dürfen Künstlers. Wir haben in diesem Antrag bewusst gesagt, wenn wir perspektivisch die Individualisierung auch auf Ehen beziehen, dann ist das selbstverständlich nur denkbar, ganz grundsätzlich mit einer größeren Reform, die dann auch das Ehegattensplitting mit beeinflussen würde. Dass Sie zum Thema Ehe sich ein bisschen anders positionieren, ist das eine. Aber ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir bei der Garantiesicherung insbesondere auf den wirklich sehr ungerechten Tatsachen jetzt ansetzen, die unverheiratete Paare betreffen. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie bereit sind, das zur Kenntnis zu nehmen und auch glauben, dass das einen Unterschied macht. Frau Kollegin, ich bin bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir offensichtlich zwei völlig unterschiedliche Ansichten dessen haben, was wir als die kleinste Einheit in diesem Land wollen. Sie möchten eine Individualisierung des Sozialstaates haben. Wir glauben auch an die Kraft der Verantwortungsgemeinschaft in der Familie, egal ob mit oder ohne Trauschein. Und deshalb wollen wir diese Verantwortungsgemeinschaft nicht zerstören, im Gegensatz zu Ihnen, die jede Leistung individualisieren wollen. Wir glauben, dass das nicht der richtige Weg ist. Und Sie haben das auch in Ihrem Antrag nicht klar explizit dargestellt, dass es für Ehepartner nicht gelten soll. Also insofern sind Sie da nicht sauber. Und Sie sind in Ihrem Antrag auch weiterhin nicht sauber, wenn Sie zum Beispiel, finde ich etwas
seltsam, dass es drinsteht, aber Sie verweisen ebenfalls auf einen erhöhten Mindestlohn. Sie fordern 12 Euro die Stunde. Das finde ich deshalb sehr interessant, weil es Ihre Fraktion war, die, als wir über den Mindestlohn hier gesprochen haben und diskutiert haben, darauf bestanden hat, dass es eine Kommission ist, die frei von der politischen Einflusssphäre ist, frei von diesem Parlament ist und entscheiden kann, mit den Tarifpartnern zusammen, wie der Mindestlohn ausgestaltet werden soll. Heute machen Sie eine Kehrtwende und verlangen 12 Euro die Stunde, ohne es zu begründen. Ich vermute, Sie wollen damit die Armut bei Armutslöhnen bekämpfen. Aber wenn Sie das wirklich wollen, dann müssten Sie eigentlich so konsequent sein wie die Linken und sagen, dann machen wir es an 60% des durchschnittlichen Lohnes in Deutschland fest. Nur dann bräuchten wir keine Mindestlohnkommission mehr. Und genau das lehnen wir ebenfalls ab als Unionsfraktion. Und zu guter Letzt, mit Ihrer Politik vergessen Sie schlicht und ergreifend die gesellschaftliche Mitte in diesem Land. Sie schreiben in Ihrem Antrag sehr deutlich, dass Sie wollen, dass die SGB-II-Leistungssätze sich in Zukunft an der Mitte der Gesellschaft orientieren, am Konsumverhalten der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, übersetzt nichts anderes, als dass knapp die Hälfte, nämlich die untere Hälfte, die unter dem Durchschnitt liegt, in Zukunft diese SGB-II-Leistungen, ihre Garantiesicherung beziehen soll. Wir wollen nicht, dass die Hälfte dieses Landes Bezugsnehmer ist in diesem Sozialstaat, sondern wir wollen, dass sie in Arbeit sind und ihr eigenes Geld verdienen können. Und ich war ebenfalls entsetzt, als ich gelesen habe, das haben Sie so schön verbrämt mit den Worten, wir wollen die Bürokratie abschaffen und Vereinfachungen haben, indem man sagt, naja, in Zukunft soll einfach der Antragsteller angeben, er hat kein Vermögen und er hat dies nicht und er hat das nicht und wir prüfen das nicht weiter. Ich meine, so kann man natürlich auch Bürokratie abschaffen, indem man einfach zwei Augen zugedrückt. Aber ich bin mal gespannt, wenn wir das machen würden bei den Finanzämtern und nicht nachprüfen würden, ob das, was da drin steht, auch wirklich stimmt. Dann kämen wir nicht mehr sehr weit mit unserem Staat. Und ich frage mich ernsthaft, wen Sie da eigentlich schützen wollen. Wissen Sie, Sie verschließen da auch ein bisschen die Augen vor der Realität. Es gibt Sozialleistungsmissbrauch. Es gibt kriminelle Banden, die auch SGB-II-Betrug machen. Und ich finde, da schützen Sie mit Ihrem Antrag niemanden. Weder die Steuerzahler, die arbeiten und einzahlen, noch die Leistungsbezieher, die SGB-II brauchen und von kriminellen Banden schlecht gemacht werden und weniger Geld zur Verfügung haben. Und deshalb können wir diesem Antrag an sich nicht zustimmen. Wissen Sie, ich hätte ja noch mal wenigstens verstanden, wenn Sie gesagt hätten, dafür machen wir drakonischere Strafen, wenn man Sozialbetrug macht. Aber selbst das fehlt in Ihrem Antrag. Und deshalb können wir dem nicht so zustimmen. Und zu guter Letzt fordern Sie, altes Lied, die Sanktionen abzuschaffen. Auch das, glaube ich, zerstört die Solidargemeinschaft. Übrigens ist es fachlich falsch. Es ist fachlich falsch. Der Chef der BA fordert das explizit nicht. Im Gegenteil, er möchte nach wie vor die Sanktionen haben. Und ich glaube, es zerstört die Solidaritätsgemeinschaft in diesem Land. Deshalb, weil auch klar ist, Solidarität ist keine Einbahnstraße, sondern sie funktioniert nur im Austausch miteinander. Wenn ich als Steuerzahler einzahle für einen Sozialstaat, dann kann ich auch erwarten, dass diejenigen, die in der Sozialhilfe sind, dass sie alles dafür tun, so schnell wie möglich wieder rauskommen. Und deshalb kann ich Ihnen nur zurufen, die einzige Garantiesicherung, die es in diesem Land gibt, die beste Garantiesicherung, die es in diesem Land gibt, ist Arbeit. Und SGB II, Hartz IV ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben die Arbeitslosigkeit seit 2005, seit wir die Regierung von Ihnen übernommen haben, halbiert. Wir haben die Langzeitarbeitslosigkeit mehr als halbiert. Wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Und deshalb müssen wir mehr in diese Richtung tun. Digitalisieren, vereinfachen. Wir müssen gucken, dass wir die Hinzuverdienstregeln verbessern. Leistung muss sich lohnen und wir bessere Betreuung brauchen, damit wir die Menschen in die Arbeitsmarktwelt führen. Das ist unsere Aufgabe. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Wittiger. Als nächsten Redner erteile ich das Wort dem Kollegen Jörg Schneider, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer! Die Corona-Maßnahmen haben viele Branchen in die Krise gestürzt. Und unser Sozialsystem hilft dort nicht immer. Der Solo-Selbstständige hat eben halt keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Und der Friseur, der Wirt, der jetzt unter einem monatelangen Berufsverbot leidet, der wartet ungefähr genauso lange auf die Entschädigungsleistung. Auch die Kritik
der Grünen am Sozialsystem ist durchaus gerechtfertigt. Es ist sehr kompliziert, es setzt die falschen Anreize. Für den, der Sozialleistungen bezieht, lohnt sich Arbeit oft nur in Form von Schwarzarbeit. Aber wie Sie das miteinander verknüpfen, das ist schon ein bisschen abenteuerlich. Da haben wir eine Situation, wo eigentlich die Solidarität dieser Gesellschaft gefordert ist und Sie wollen die Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger abschaffen. Das heißt, Sie wollen diejenigen, die sich innerhalb unseres Sozialsystems unsolidarisch verhalten, auch noch belohnen. Das versteht doch wirklich kein Mensch mehr, meine Damen und Herren. Und die Forderungen haben wir von Ihnen ja schon in unterschiedlicher Weise gehört. Nur die Begründung ist diesmal eine andere, es ist jetzt Corona. Und ich finde das nicht besonders glaubwürdig. Wenn man immer wieder die gleichen Sachen fordert, aber immer wieder eine andere Begründung liefert, dann deutet das doch darauf hin, dass es eigentlich keine wirkliche stichhaltige Begründung gibt, weil es eben halt einfach beliebig ist. Aber was für mich noch viel entscheidender ist, die Grünen sehen sich doch immer als Partei der Nachhaltigkeit. Wir haben in Deutschland weltweit mit das großzügigste Sozialsystem. Und verbunden mit offenen Grenzen und einem lockeren Bleiberecht ist es natürlich ein Magnet. Gerade für Menschen, die wenig leistungswillig sind, wenig leistungsfähig sind, die wissen ganz genau, nie wird es ihnen irgendwo auf der Welt so gut gehen wie hier in Deutschland. Und da brauchen Sie gar nicht die Augen zu verdrehen, nach dem Motto AfD und Zuwanderer. Nein, Sie haben diesem Thema in Ihrem Antrag einen großen Raum eingeräumt. Zuwanderer und Sozialleistung, Sie haben das getan. Ich gehe da nur drauf ein. Und diese Anreize, die wollen Sie jetzt sogar noch erhöhen, meine Damen und Herren. Nur das Ganze muss auch finanziert werden. Okay, wenn wir jetzt Italien wären, würden wir sagen, ach, das machen wir über den EU-Haushalt, die Deutschen zahlen. Nur hier in Deutschland kriegen wir das natürlich so nicht hin. Da werden es die Steuerzahler sein, die bezahlen müssen. Und wir haben in Deutschland schon die höchsten Steuer- und Sozialabgaben. Und hohe Steuern- und Sozialabgaben haben einen Nachteil. Sie schrecken gut ausgebildete, potenziell besser verdienende eher ab. Und da wollen Sie noch ein bisschen was drauflegen. Und wissen Sie, das ist die fatale Gemengelage, die wir hier in Deutschland haben. Wir schaffen auf der einen Seite, ja, für wenig Leistungswillige, wenig Leistungsbereite Anreize, hier in Deutschland, nach Deutschland zu kommen, hier zu bleiben. Und auf der anderen Seite schrecken wir gut Ausgebildete, damit potenziell besser Verdienende ab. Und die Zahlen der OECD spiegeln das wider. Ungefähr jeder Zweite, der aus Deutschland auswandert, hat einen akademischen Abschluss. Aber nur jeder Vierte, der nach Deutschland kommt, hat überhaupt irgendeine Qualifikation. Und das sind dann häufig auch noch die letztgenannten Zahlen, die sich auf Basis von eigenen Erklärungen ergeben. Meine Damen und Herren, wenn man es mal plakativ ausdrücken will, wir vertreiben die Akademiker und für jeden Akademiker, der auswandert, holen wir uns einen Analphabeten ins Land. Meine Damen und Herren, das ist eine gewaltige Schieflage. Diese Schieflage werden Sie durch Ihren Antrag sogar noch verschärfen. Dem können wir nicht zustimmen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Der Bundestag debattiert über die Frage soziale Sicherheit in der Corona-Krise. Ein Antrag der Bündnisgrünen und die nächste Rednerin ist von der SPD, Dagmar Schmidt. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 3 Minuten für einen politischen Ritt durch weite und wesentliche Teile unseres Sozialstaats. Da muss man sich ein wenig konzentrieren und ich möchte 4 Punkte rausgreifen, die mir ganz besonders wichtig sind und als allererstes, die SPD teilt zutiefst die Forderung nach einer Kindergrundsicherung. Kinder haben in einem System für Arbeitslose nichts, aber auch gar nichts verloren. Aber wer glaubt, Chancengleichheit allein durch eine anständige Geldleistung herstellen zu können, wird nicht nur in der Pandemie eines Besseren belehrt. Ohne eine starke und funktionierende Infrastruktur, die Kinder und Jugendliche und ihre Familien unterstützt, die Nachteile ausgleicht, ist das nicht zu leisten. Und deswegen hat unsere Kindergrundsicherung auch 2 Säulen, eben eine anständige und gute finanzielle Leistung und starke Investitionen in Infrastruktur für mehr Teilhabe und echte Bildungsgerechtigkeit. Zweitens, wir wollen eine Grundsicherung, die stigmatisierungsfrei allen hilft, die in Not geraten und bei denen
solidarische Sicherungssysteme eben nicht oder nicht mehr wirken. Wir wollen eine Grundsicherung, die allen individuell gerecht wird und nicht für Selbstständige ein anderes System aus Steuermitteln schafft mit höheren und anderen Leistungen als eben für alle anderen, sondern die nach dem persönlichen Bedarf und Möglichkeiten differenziert und an die verschiedenen Lebenslagen auch angepasst ist. Eine stigmatisierungsfreie Grundsicherung, die Menschen wieder in gute Arbeit bringt. Dazu hat Hubertus Heil dankenswerterweise erste sehr gute Vorschläge gemacht. Mein Kollege Martin Rosemann wird dazu noch mehr ausführen. Und da komme ich auch direkt zum dritten Punkt, nämlich dem Recht auf Arbeit. Die allermeisten Menschen wollen durch eigene Arbeit ihren Lebensunterhalt sichern. Wer arbeitslos wird, hat das nur selten selbst zu verantworten. Wir wollen, dass jeder und jede, die oder der arbeiten will, auch gut arbeiten kann. Das gilt für diejenigen, die arbeiten, dass sie eben in Arbeit bleiben durch Qualifizierung und Gesundheitsschutz. Das gilt für diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben durch ein konkretes, adäquates Arbeitsangebot oder Qualifizierungsangebot. Und das gilt für diejenigen, die lange raus sind, wie bereits beschrieben. Wir sehen uns in der Verantwortung, für alle, die arbeiten wollen, eben auch gute Arbeit zu ermöglichen. Und beim vierten Punkt geht es darum, das komplizierte Leben in Deutschland für alle leichter zu machen und Bürgerinnen und Bürger von Bürokratie zu befreien. Uns reicht es nicht, wie bei Ihnen, nur Leistungen zum Lebensunterhalt aus einer Hand zu gewähren. Unser Bürgerservice soll alle Leistungen des Sozialstaates umfassen. Er berät eben nicht nach Sozialgesetzbüchern, sondern nach Lebenslagen. Und er übernimmt als Partner der Menschen Verantwortung, auch an diese Leistungen zu kommen und die Anträge zu stellen. Er hat viele verschiedene Zugänge, damit ihn alle erreichen können und er alle erreicht, die ihn brauchen. Reale Türen vor Ort, die gut erreichbar sind, aber auch eine digitale Tür. Und er ist aufsuchend und vor allem, er ist ambitioniert. Glück auf. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmidt. Es geht um eine Garantiesicherung statt Hartz IV im Antrag der Bündnisgrünen. Insgesamt ist die Zahl der Hartz-IV-Haushalte seit Beginn der Corona-Krise um 220.000 auf 3 Millionen gestiegen. Zuvor war sie allerdings lange Zeit gesunken. Pascal Kober für die FDP. Eine Bemerkung vorneweg, lieber Bundesminister Hubertus Heil. Jetzt sind Sie am Wochenende mit einem eigenen Reformvorschlag für Hartz IV in die Presse gegangen, in die Öffentlichkeit gegangen, da muss ich sagen, reichlich spät. Dafür hätten Sie 4 Jahre lang Zeit gehabt, jetzt am Ende der Legislaturperiode mit einem Vorschlag zu kommen, zeigt letzten Endes, dass Sie es wahrscheinlich gar nicht ernst meinen mit einer Reform und das ist nicht in Ordnung. Aber ich möchte natürlich vor allen Dingen zu dem Antrag der Grünen sprechen. Da sind viele einzelne Forderungen, über die man tatsächlich streiten kann. Da sind einzelne Forderungen, wo wir auch miteinander am selben Strang ziehen. Das ist erfreulich, dass Sie sich da auch wirklich im Detail Gedanken gemacht haben. Aber Sie wissen natürlich, dass wir an einer Stelle einen fundamentalen Gegensatz austragen müssen. Und das ist die große Frage, ob wir von den Mitwirkungspflichten im Hartz-IV-System absehen wollen. Wir sehen in den Mitwirkungspflichten letztlich den Spiegel eines Gesellschaftsverständnisses, in dem sich Menschen, alle Menschen, zu wechselseitiger Solidarität und Verantwortung verpflichtet sind, je nach ihrer individuellen Fähigkeit, je nach ihrem individuellen Können. Und das bedeutet eben für die einen in einer Gesellschaft, dass sie Einkommensteuer bezahlen, dass sie Sozialversicherungsbeiträge entrichten auf ihre Arbeit, dass, wenn sie das nicht tun, die Gesellschaft auch zu Recht sie zur Verantwortung zieht, also sie sanktioniert. Und es bedeutet eben auf der anderen Seite, dass wir von denjenigen, die arbeitssuchend sind, und das sind ja, das wissen Sie nicht, die Schwächsten in unserer Gesellschaft, also diejenigen, die arbeiten können und wollen, dass wir von ihnen auch eine Verantwortung, eine Mitwirkung erwarten bei der Verkürzung der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit. Und das ist eine fundamentale Frage an unser Gesellschaftsverständnis. Und da haben wir eine andere Sicht auf die Dinge, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen. Und glücklicherweise muss man ja feststellen, dass nur ein ganz kleiner Teil überhaupt sanktioniert wird. Und wenn wir diese Sanktionen so groß machen als Problem, dann müssen wir eben auch sehen, dass das ja gleich
bedeutend ist, dass wir die Anstrengung der 97% Leistungsbezieher, die nicht sanktioniert werden, letztlich nicht wertschätzen, geringschätzen. Und das sollten wir nicht tun. Da gibt es viele, die strampeln, die kämpfen, die wirken mit. Und diese Mühe sollten wir auch wirklich respektieren. Was ich gut finde an dem Antrag ist, dass Sie sich die Frage stellen der Zuverdienstgrenzen. Was ich gut finde an Ihrem Antrag ist, dass Sie darauf hinweisen, dass die Betreuungsquote in den Jobcentern verbessert werden muss. Wir haben da einen guten Vorschlag gemacht. Bei Ihnen fehlt noch ein bisschen die Idee, wie man das erreichen könnte. Da haben wir etwas präzisere Vorstellungen schon in der Öffentlichkeit geäußert und in den Bundestag eingebracht. Klar ist auch, dass wir entbürokratisieren müssen und dass die Bagatellgrenze, die Sie bei 50 Euro sehen, wir haben mal 25 in den Deutschen Bundestag eingebracht, dass das klug wäre, das in Angriff zu nehmen, hier eine Bagatellgrenze einzuführen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auf die Diskussion, auch um fundamentale Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft. Vielen Dank. Pascal Kober wirft den Bundesarbeitsminister an. Hubertus Heil hatte im Spiegel veröffentlicht, Hartz IV zu einem sozialen Bürgergeld umformen zu wollen. Dass er das so spät in der Legislaturperiode tat, liegt sicherlich auch am Koalitionspartner, denn die Reaktion aus der Union war auch gleich da. An Hartz IV will die Union zumindest in den letzten Monaten der GroKo nicht mehr rütteln. Katja Kipping jetzt für die Linksfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eins sollten wir hier am Anfang endlich mal festhalten. Hartz IV war eine richtig miese Idee und das von Anfang an. Aus Zeitgründen nur ein Beispiel von vielen für das tägliche Verzweifeln daran. Und ich zitiere dazu aus dem Brief eines Mannes aus Sachsen, der als Trainer arbeitete und unglücklicherweise in Hartz IV rutschte. Er schreibt: Was ich jetzt erlebe, konnte ich mir lange für Deutschland nicht vorstellen. Nachdem ich beim Angebot des Etikettenkleber, was für mich der direkte Weg in die Altersarmut gewesen wäre, eine vernünftige Bezahlung gefordert habe, wurde ich von Amts wegen sanktioniert. Dabei hatte ich nur das Durchschnittseinkommen von Sachsen angenommen. Ich habe mittlerweile als zwei Empfänger kennengelernt, die aus Angst schon eine Nacht vorher nicht schlafen können, wenn sie zum Amt müssen. Zurück bleibt bei diesen Menschen versteckte Wut. Zitat Ende. Zurück bleibt Wut. Ja, Hartz IV hinterlässt Spuren nicht nur auf den Rentenkonten, sondern auch auf den Seelen der Menschen. Und deswegen müssen wir Hartz IV mit seinem Sanktionssystem, dem Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft und den kleingerechneten Regelsätzen endlich überwinden. Seit Beginn sagen wir als Linke, Hartz IV gehört ersetzt durch eine gute Arbeit, durch eine bessere Arbeitslosenversicherung und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung, denn kein Mensch sollte im Monat unter 1.200 Euro fallen. Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Linke mit ihrer Kritik an Hartz IV im Bundestag recht allein. Inzwischen hat sich rumgesprochen, dass wir dazu Alternativen brauchen. Darauf können wir als Linke auch ein bisschen stolz sein. Und als ich das vorliegende Konzept der Grünen las, da habe ich mich ein bisschen an unsere sanktionsfreie Mindestsicherung erinnert gefühlt und habe gedacht, Mensch, das macht echt Lust auf neue linke Mehrheiten, denn gemeinsam könnten wir Millionen im Land die Last der Armut und der Sanktionen nehmen. Wenn wir Millionen Gewinne und Millionen Erbschaften stärker besteuern, wäre es auch finanzierbar, alle hierzulande vor Armut zu schützen. Doch solange die Union in der Regierung ist, wird sie genau das blockieren. Und insofern an die Adresse der Grünen: Wenn ihr auf Schwarz-Grün spielt, werdet ihr leider dieses schöne, dieses gute Konzept der Garantiesicherung in die Tonne treten können. Um Hartz IV zu überwinden, brauchen wir soziale Mehrheiten links der Union. Und abschließend ein Satz an die Erwerbsloseninitiativen und sozialen Beratungsstellen im Land. Eurer Beharrlichkeit ist es zu verdanken, dass nun auch Parteien, die einst Hartz IV einführten, davon abgerückt sind. Ich weiß, eure Arbeit ist gerade verdammt schwer, aber ich rufe euch zu, lasst nicht locker, macht weiter Druck, bleibt dran, denn Hartz IV war eine richtig miese Idee. Höchste Zeit, damit Schluss zu machen, höchste Zeit für eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kipping. Vorletzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Tobias Sech, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor 2 Wochen sind alle Regelsätze der Grundsicherung gestiegen. Alle Regelsätze. 2,6 Milliarden mehr, die wir ins System hier gemeinsam in großer Mehrheit beschlossen vor wenigen Wochen für die Menschen, die im Regelkreis der Grundsicherung befinden, mehr ins System gegeben haben. Mit zusätzlich einer Veränderung Aufnahme des Mobilfunks, um auch mehr Beteiligung und mehr Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Das in einer Zeit, in der wir uns in der größten wirtschaftlichen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg befinden. Ich will das nur mal als Stabilität und als Ankerpunkt unseres Sozialsystems, insbesondere im internationalen Vergleich, mal festhalten, über was wir denn jetzt hier heute sprechen, nämlich über das stärkste, über das stabilste Sozialsystem im internationalen Vergleich. Und dann, so, und jetzt wäre es natürlich zu einfach zu sagen, naja, wenn wir jetzt schon so gut dastehen, dann ist das in Stein gemeißelt, das darf nicht reformiert werden. Natürlich muss es reformiert werden. Permanent müssen wir daran arbeiten, dass wir Systeme anpassen, dass wir sie vereinfachen, dass wir sie entbürokratisieren. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, und das geht mir bei dem Antrag ab von Ihnen, nämlich die Frage des Ausgleichs. Und wenn wir über Ausgleich sprechen, dann sind wir natürlich denen verpflichtet, die auf die Solidarität der Gesellschaft angewiesen sind, weil sie unverschuldet arbeitslos geworden sind, weil sie individuelle Schicksale zu erleiden haben. Und denen gebührt die Solidarität der Gesellschaft. Diese Gruppe müssen wir fördern. Ist aber auch Teil der Wahrheit, dass sich von den Menschen in der Grundsicherung halt nicht alle an alle Vorgaben, Regeln und Fristen halten. Das ist der kleinste Teil. Ja? Nicht mal jeder Zehnte hat eine Sanktion bekommen. Nur dass wir über die Frage, wie wichtig sind Sanktionen in der Diskussion, weil man das immer überhöht, für die Person im Regelungskreis, nur der kleinste Teil hat Sanktionen bekommen. Das heißt, zum einen, die meisten halten sich an die Regeln, ist anscheinend nicht so schwierig. Aber es gibt einen kleinen Teil, der hält sich halt nicht an die Regeln. Der lässt halt Fristen platzen. Der nimmt halt nicht jede zumutbare Arbeit an. Und auch um die müssen wir uns kümmern. Und da gibt es die Sanktionen. Und das ist das Instrument des Forderns. Und nur im Ausgleich und nur im Gleichgewicht schaffen wir auch einen sozialen Frieden in diesem Land. Das war einer der Gründe, warum man Anfang der 2000er Jahre Hartz IV mit eingeführt hat, um den sozialen Frieden nachhaltig einzuhalten. Das geht mir bei Ihnen im Antrag ab. Das ist das Wichtigste, wenn wir über ein Existenzminimum sprechen, dass es in beiden Ausgleichssphären Akzeptanz schafft, bei denen, die nämlich kurz drüber verdienen, die nicht vom Staat Alimentationszahlungen beziehen, die ihre Wohnung selber bezahlen müssen, bei denen es keine Wohnraumuntersuchung durchs Amt gibt, weil die Wohnraumuntersuchung der Mietspiegel im eigenen Ort nämlich schon vornimmt, nämlich der Markt. Und um die müssen wir uns auch kümmern. Auch denen sind wir Rechenschaft schuldig. Deswegen geht Ihr Antrag weit an Ausgleich, weit an Stabilität vorbei. Und deswegen können wir den nur ablehnen. Gleichwohl gibt es Punkte, über die wir uns unterhalten müssen, auch im nächsten Verfahren, was wir verändern bei Hartz IV. Ich denke, wir müssen uns sehr wohl darüber unterhalten, wie wir einen unterschwelligen, besseren Zugang mit Hinzuverdienstgrenzen in den ersten oder in den überhaupt wieder zurück in den Arbeitsmarkt ermöglichen, dass es auch attraktiv ist, ohne aber zu Fehlallokationen zu kommen. Ich glaube auch, dass wir im Bereich der Entbürokratisierung viel mehr auch im Antragsverfahren, auch in der Kommunikation mit den Ämtern auf Digitalisierung setzen müssen und auch das Hartz-IV-Verfahren viel stärker digitalisieren müssen und auch anpassen müssen. Und ich glaube auch, dass wir in dem Gedankensprung der Digitalisierung und der Entbürokratisierung uns auch über Bagatellgrenzen unterhalten müssen, nicht um die zu privilegieren, die sich nicht an Regeln halten, sondern um das System nicht zu überfrachten. Und dann schaffen wir nicht durch eine Revolution, wie Sie das vorhaben, sondern durch eine Evolution wieder ein stabileres System. Und wir werden permanent daran arbeiten. Nochmal, vor 13 Tagen hatten wir eine Erhöhung aller Regelsätze. Nochmal, vor 13 Tagen haben wir sehr wohl als Parlament auch hier ein Zeichen gesetzt mit der Erhöhung zum 1. Januar, wie wichtig uns hier eine Stabilität ist, auch eine finanzielle. Das darf nicht dem Opfer einer großen Phrase werden, sondern Ziel muss es für uns sein, Stabilität, Ausgleich,
dann haben wir auch soziale Sicherheit länger im Land und ein stabiles System. Ihr Antrag wird diesem Ziel leider nicht gerecht. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Zech. So, meine Damen und Herren, und jetzt das Mikrofon hier. Jetzt der letzte Redner zu dem Tagesordnungspunkt soziale Sicherheit in der Corona-Krise. Macht sich hier schon fertig Martin Rosemann für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit den Grünen ist es wieder mal wie beim Hasen und beim Igel. Der grüne Hase legt einen Antrag vor zur Änderung des SGB II und der rote Igel Hubertus hat schon den Gesetzentwurf parat. Einen Gesetzentwurf, der umfassende Unterstützung erfährt von Wohlfahrtsverbänden, von Gewerkschaften und von namhaften Ökonomen. Mit den Reformplänen werden die richtigen Lehren aus der Corona-Krise gezogen, sagt der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann. Und der Präsident des Deutschen Caritasverbandes Peter Neher sagt, ich zitiere, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dreht an den richtigen Stellschrauben, wenn es dem bedingungslosen Grundeinkommen eine Absage erteilt und stattdessen das SGB II an kritischen Punkten wie dem Sanktionsrecht und der Weiterbildung reformiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Sozialstaatskonzept der SPD setzt im Wesentlichen auf zwei Dinge. Das Recht auf Arbeit, Dagmar Schmidt hat darüber gesprochen, und auf den Sozialstaat als Partner, der Menschen in konkreten Situationen individuell unterstützt und hilft, der Hilfe zur Selbsthilfe bietet. Und das gilt natürlich auch für das SGB II und für die Jobcenter. Und das bedeutet im Wesentlichen vier Dinge. Erstens eine andere Kultur. Dazu gehört, wie es der Andreas Peichel vom IFO-Institut sagt, es ist falsch, gleich zu sagen, du beantragst Hartz IV, also musst du dir eine neue Wohnung suchen. Dazu gehört aber auch, keiner, der zum Amt geht, ist Bittsteller, sondern es sind Bürgerinnen und Bürger mit eigenen Rechten, und denen müssen wir Hilfe wie aus einer Hand geben, anstatt sie von einer Stelle zur anderen Stelle zu schicken. Das gilt für das Jobcenter, aber auch darüber hinaus. Und deshalb wollen wir die Bürgerservice-Stellen für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Sozialleistungen, wie es die Dagmar Schmidt beschrieben hat. Zweitens, es geht um ein Bündnis auf Augenhöhe. Um ein Bündnis auf Augenhöhe zwischen den Betroffenen und den Jobcentern. Das heißt ein respektvoller Umgang. Das heißt ein Kooperationsplan mit konkreten Verabredungen, konkreten Schritten, mit einer klaren Verabredung, was macht der Betroffene, was macht das Jobcenter, das Ganze verständlich und klar formuliert, gemeinsam und auf Augenhöhe vereinbart. Drittens, es geht um individuelle Unterstützung, um umfassende Förderung und Unterstützung. Deshalb wollen wir aufsuchende Sozialarbeit und individuelles Coaching. Und wir wollen einen monatlichen Weiterbildungsbonus und dass auch das dritte Umschulungsjahr im Zweifel finanziert wird. Oder um Andreas Peichel noch mal zu zitieren, es ist ganz zentral, dass man vom ersten Tag an versucht, die Leute zu qualifizieren. Und schließlich viertens, es geht um Bürokratieabbau für die Betroffenen und für die Beschäftigten. Deshalb wollen wir eine Bagatellgrenze. Meine Damen und Herren, zum Schluss. Ein solcher umfassender Hilfeansatz kann nur funktionieren, wenn Hilfe und Unterstützung immer im Vordergrund stehen und wichtiger sind als Sanktionen. Wenn man aber so individuell fördert und unterstützt, dann kann man auch Mitwirkungspflichten verlangen. Auch dies ist eine Frage der Solidarität. Herzlichen Dank.